Wo ist das Glitch Showcase? Hoffentlich nicht vergessen. Alright, here we are at the end of RPG Limit Break 2019. We want to thank everyone at home sincerely for supporting our event. We take our relationship with Nami very seriously, and breaking our PB from last year by about over, well, well over 20K, we are wrapping up our marathon at $188,982. Alter, gut gemacht. So thank you sincerely at home. Thank you for everyone who's here. And per tradition, we're going to have a few members of our staff talk about the event and their experiences. And then we're going to have a few of our members of the event talk about some personal stories, too. So to get started, we're going to have Adam from our staff come up and say a few words. Ich dachte mir, ich komme schon mal ein bisschen runter. Jo. Hallihallo. Moin. Ich hoffe, da kommt noch gleich das Glitch Showcase. Zum goldenen Abschluss. Vegeta, das ist bei denen voll. Nur du musst bedenken, Abitch Limited Break ist jetzt nicht GDQ. Hm. Yeah, I just wanted to say that, just looking at our tracker, across all 5 years since we started RPG Limit Break, we've raised $586,643 for Nami, which is over $500,000. Man, that's so amazing to think about that milestone, and I don't think we're too far off from the 1 million too. So just wanted to just thank a couple people quick before I hand off the mic. Just want to thank Rob Westman and Michelle Vaughn from NAMI, amazing, amazing charity partners. I'd like to thank our two staff members that weren't able to make it in person this year, Meta Sigma and DJ Tifa Hart, who helped a lot with the event from home this year, too. I'd like to thank the community artists that gave a lot of their time and talents, like Carrie Fry, who drew our RPG Limit Break logo. But a big, big, big thanks to LLK, also known as Jazzaboo, for doing all of our promotional banners, a bunch of new emotes on our Twitch channel, and a lot of other great artwork. I'd like to thank the organizers of our language restreams. This year we had three, French, which was run by Gyu and other people, the Japanese restream run by Kane Naka and Hoishin, somewhere in the back there. And then also the German restream run by the Germensch community. Woo! Das sind wir! Woo! I'd like to thank Sinister One from and the other staff at Twitch for sponsoring our event and helping us with a lot of things. Big thanks to Games Done Quick staff, in particular Cool Eddie and Mike Uyama, for a lot of help with tech planning and other logistical stuff. Thanks to Oro for, in addition to doing two amazing runs for our event this year, also did the layout graphics that look amazing on our stream. This year we had an amazing new website used for registration and run submission, among other things, designed pretty much solely by J-Hobbs somewhere around here. Mario-Fan, mir hat eigentlich nur Paper Mario auf 64 Spaß gemacht mit den Kommentatoren. Okay, dann ist das so. Da können wir nichts machen. So, as always to Glenn O'Neill and Mark Junker from the Yeti. I'm wearing one of their shirts, as are a lot of other people here, and we always appreciate that, along with them donating portions of their profits to NAMI on our event's behalf. Like to thank the staff of the DoubleTree Salt Lake City Airport, where we've been broadcasting from this year. Like to thank the members of the Games Committee, in particular
Dragon Dark, somewhere back there. Yeah. No, and also El Magus, not sure if he's in here, but I'm sure Tonic will have some for the interview crew, but just wanted to shout them out too. I guess I'd like to thank everybody that ran a game, commentated, volunteered for our event, submitted games too. I mean, it's always just humbling to see how many people are interested in being a part of this marathon. Everybody that donated prizes, big thanks to the chat mods too. It's a really kind of thankless job to keep our chat a positive place, and we definitely appreciate that. And yeah, I guess that's all I have. So Leute, guck mal bitte auf den Donation Tracker. Nice. Alter, Leute, wir packen es vielleicht noch, die 200k, Leute. Ja. Wir hatten eine $5,000 Donation. Ja. Hatten, du kommst gleich mit einer 5.500 Dollar Donation, dann passt alles. Sorry, da ist er, $5,000. Alter, das wird's noch. Mann, ey, das wird's noch. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Vulagin hat... Wow. Vulagin hat $10,000 gespendet, insgesamt. Heilige $10,000. And he says, honestly, I'm running a little dry here, gang, so maybe someone can help me get us over the finish line. That'd be appreciated. And that does bring our total to $194,540 and counting. Wer das ist? Vulacin? Das ist einer der ein bekannter Speedrunner, der auch bei GDQ sehr involviert ist. Der rennt unter anderem Ori. Great. So we can open up to any other staff members who would like to say a few words. I'm sure these guys are also Ori in the Blind Forest. Tired, so if you'd like to come up, feel free. But we can also move on as well. I think they're exhausted. So. He's coming last. Okay, so let's move on. We have a few of our members from the event who would like to say a few words. So first up, we'll have Ghost Kumo. Hi, I'm Ghost Kumo. If you're not sick of my voice from the last 5 hours already. I actually just kind of wanted to keep this a little short and sweet. In the past years, I've said a lot of things. Some personal, some, you know, just, you know, thankful. And as always, you know, like, immensely thankful for the RPG community. You know, I kind of came into this community all of a sudden a few years ago, and it's been a real blast. So I just want to say a thank you. Like, I feel super welcome here. I have the time of my life every time I come out to here, and I'm super glad I was able to actually make it out for the full week this year, because I usually have not been able to. So it's been quite the fun week. So send it off to the next person. I won't keep your time too much longer. Great, thanks. A bro fist. We have James Picard. So, hey, go by James here. First time here, first time being a serious part of this community. Basically, not to get into a long story, last year, not very good year for me. So I said, this year, going to try to change things up a bit. More than anything, although I've been a long player of Ease. 195,000. Ease community this year, so big shout out to you guys. But, you know, thank you for everyone here. I know you've probably seen me flittering around, but it's been a pleasure being here, been a pleasure helping out, and, you know, hopefully come back, do more, and maybe be a little more out there amongst you people instead of hiding around as an anxious ball. Have a good night, everyone. Great, thank you.
Also, falls euch wundert, was jetzt gerade los ist, wir warten darauf, dass die das Glitch-Showcase von Mario RPG zeigen. Und wenn das dann durch ist, machen wir unsere eigenen Shoutouts und unser Music Present. I've been coming to Limit Break for 4 years now, and it's quite unlike anything you'll ever experience. 200.000! Jo. Oh my God! 200 fucking 1000! Heilige, wow! Wir haben es geschafft. Das unglaublich. Oh. Unglaublich. Das gibt's nicht. 200.000. Heilige Scheiße. Thank you so much. Miriam, where the hell are you? Front and center, I think. Miriam with a $4,990 donation. Miria hat ja die letzten 4.990 Dollar gespendet. Im Comment Mau. Miau. No. 200.000 Gesamtspende bei Upper Limit Break. Spendenrekord. But that does bring our total to $200,100. Uff! Heilige Scheiße! Oh. Heilige Scheiße! As I was saying, I've been coming to Limit Break for 4 years now, and every year I've talked a lot about my progress, and I've gone from being a blubbering wreck the first year I was here to just giving updates, and that's not what I want to do this year, because one of the things that was most useful for me when I was going and still am going through my issues is someone that was willing to listen to me and not just put me down and tell me to get over it. And I do believe the phrase is man up. To anybody out there that can be an ally to someone that is suffering, don't use those phrases. Take the time and listen, because all it takes is just being there to hear and understand, and you don't even have to do anything but listen, and you can save a life. As every single person in this room has for me. Because without Limit Break, I would not be sitting here right now. Great, thanks, Bob. And I just want to say thank you to everyone at this event who has ever spend some time with me, played in my stupid D&D games. The D&D game was awesome! You had live fire. It's true, we had live fire. But more importantly, to anyone that's just sort of smiled at me. Beast Mode, wenn's nicht gefällt, schau woanders. Aber das ist alles andere als bescheuert. Weil da reden. Okay, pass auf. Ich purge dich jetzt erstmal und dann komm runter.
weil diese Leute reden da teilweise aus Erfahrung und haben ihr Paket zu tragen. Und jetzt sich darüber zu markieren, wie die aussehen, sorry, no go. I do excel at that. Sorry for cutting in line. I kind of expected more staff people to kind of want to do the thing. That's all right. I'm going to actually, I don't really have a great coherent plan for this, but I'm going to kind of read a letter that is dated January 7th, 2005 to me. It says, Dear Vinny, that's my name. Hi, my name is Vinny. Hi. I regret to inform you that as a result of your academic performance during the fall 2004 semester, you are hereby dismissed from the University of Illinois, forfeiting your rights and privileges as a student, including the right to attend classes. We admitted you to the College of Engineering at the University of Illinois based upon your promise as a scholar. You have not fulfilled that promise. So I have this. Kind of, you think, why would you keep this letter around? Normally, I'm not a very sentimental person with objects. I kind of don't really have much use for them. I actually am very sentimental in general, but physical. Okay, Leute, klare Ansage. Lasst das mit den Kommentaren über das Aussehen anderer Leute. Jeder sieht so aus, wie er aussieht. Und ganz ehrlich, wenn ihr jetzt über das Aussehen anderer Leute euch mokiert, dann seid ihr ganz schön flach von der Persönlichkeit her. Dass ihr wirklich das Äußere über das Innere stellt. Sorry, das muss ich einfach raushauen. Weil das ist einfach No-Go. Und wir sind besser als das. Even from when we decided on NAMI itself, that's a story I wish I could tell you, but it's not my story. It's another person's, so I'm not. I can't really tell that without, you know, kind of having their permission. But what I can tell you is about. I think it was 3 days actually. I said 2 days, but 3 days before RPG Limit Break 2015, I was happily driving through the state of Nevada at the speed of 92 miles an hour in an 80 mile an hour zone. Also für diejenigen, die sich gerade wundern, was jetzt gerade los ist, es wurde ein Donation Incentive gematcht, dass ein Glitch-Showcase von Mario RPG noch gezeigt wird. Wir warten ab, dass das über die Bühne geht und dann werden wir unsere eigenen Shoutouts machen und unser Music-Present zeigen. Wir wissen nicht, wann das sein wird, müsste eigentlich jede Minute soweit sein und dann geht's los. Herr, ja, der Run war eben schon, aber der wird gehighlighted. And it's like license and registration, and I pull out my license, and I'm like, here you go, and then I go into my glove compartment, and I'm like, Jupp, Elrune, das stimmt. Man sollte sich eh darüber freuen. Man sollte sich eher darüber freuen, dass es solche Leute gibt, die sich für den guten Zweck engagieren. Why is my car not registered? Why is it out of date? And how out of date is it? This was May 2015. It expired December 2013. That was bad. So, you know, the cop checks the stuff and he comes back and he's like, hey, your registration's kind of expired. What's the deal? So you're like, what is the big deal? Like, how is it hard to renew your registration? So my mental health story is one that we don't really talk about in context of mental health all that much because it doesn't. Danke, Nippelrippler. Danke, Nippelrippler. We're talking about ADD. And in my case, it's really hard to start. Ach ja, und Jean? Jo? Du klangst zu müde eben. Also, wenn du musst jetzt nicht die ganze Zeit ausharren. Wenn du willst, kannst du ruhig schon ins Bett gehen oder was auch immer. Frühstücken. Okay, ich wollte es nur sagen. Getting these things done was incredibly hard, but. Boy, it's really easy to procrastinate registering your car because, hey, guess what? Mario-Fan, darüber werde ich morgen im Vlog was sagen. And so on and so forth. And, wieso da 17 Runs nicht gehighlightet wurden. Das hat alles seinen Grund und ist so. And, God, I don't even want to think about what would have happened otherwise if that cop hadn't been like, okay, well, I'm letting you go, but you got to be responsible. And that's kind of what I thought, is I always thought, like,
I literally did not know this existed, actually, until April this year. I'm 34 years old. I had no freaking clue that, hey, not being able to, like, do things, not being able to focus, this is, like, a thing that exists that actually affects some people, and it's like your brain is actually doing something wrong. Wrong, so Exo. I went through most of my life doing this. I went through most of my life just being like, oh, I'm just lazy, or, you know, I'm just not focusing enough. I'm too distracted by the internet, or Final Fantasy XI, or... Or, you know, the game that I work on now, World of Warcraft, for my actual job. And I don't know exactly what the thesis here is, but for RPG Limit Break, it's not just that mental health is a thing that we kind of chose and decided it matters to us, and then people are like, oh, cool, let's donate money for that specifically. But it's that it is... part of us, part of our lives, part of what we're passionate about from the very beginning, and always has been from the very first run of the first event, from the time that we picked the charity in the first place, from the days the preceding marathon where we actually decided that this event needed to exist in the first place. It's always been part of it, and so now, like, I'm taking meds. They super help. God, I was able to get so much crap done in the month of April. Medication's good, y'all. But also, I didn't always have those. I had lived 34 years of my life without those. And so one kind of uplifting, hopefully, thing I want to just finish on is... I have this other object that I'm kind of sentimental about. There's two. One is the letter, and it's, you know, a single sheet of paper, so it's really easy to kind of accidentally fold. And I don't want it to get destroyed, so I have it here. Now I'm going to keep that with that. So I have another object with a nice hard envelope that I use to keep this safe and flat, and this is my diploma from the University of Pittsburgh, which I got in 2008. So, I guess so. The thesis is really, like, you can even if you don't get medication, even if you don't get treatment, even if you don't even know that you have a problem, you can do more than you think. But God, Adderall is really good, though. Really, it's so helpful. Let me tell you. All right, that's it for me. Thanks, everyone. Great, thanks, Villagen. I think anybody here can attest how much hard work he puts into this event. So just one more time, just a round of applause for Villagen. Great, up next we're gonna have Alec talk to us. So yeah, I kind of missed the general staff thing, because... was für ein Käppi. And then kannst du uns nicht hören. So, all right, you should be able to see me just fine here. I want to make sure that I'm not messing up the shot too much. I don't know about that. Anyway, I have been a part of RPG Limit Break from the start. I kind of fell into RPG speedruns and just being... a member of this staff almost by accident. It just happened that I was attending SGDQ and a bunch of us got together to talk about, you know, what was the future of RPG marathons. There's some drama involved with that. Again, it's not really my story to tell. So we started RPG Limit Break and I'm like, hey, I can do... Bastiat, pass auf, was du schreibst, weil das ist sehr, sehr grenzwertig. I was not really in a good mental place then. I've made a lot of progress since then, but you might not know it, because
earlier this year, I was drinking more than I should, constantly anxious, hardly able to focus, depressed. I had no real desire to do anything. And it got so bad that I was actually wondering if I would ever be able to be a fully functional adult with a full-time job and all that comes with it. And one of the big things that has always helped lift me up is the fact that even if I'm not able to do those things, I can at least do what I can for this event. And I was even struggling to do that. So where am I now? I'm in a good place. How did I get here? I got here through the support of my friends, of my family, including everyone here. The past couple of years, I've been helped out by Stinger there, and just the fact that we have people who are willing and able to pick up the slack for each other and the staff and this community is incredibly just, it's a feeling that's hard to describe. It's kind of a feeling of pride because I care about these people and then they turn out to be good people. And it's also kind of a feeling of shame because I should have been able to do this to begin with, right? And I didn't. So a few months back, I basically just set myself a goal. I'm going to be able to come here and do everything I need to do to help this event be what it can be. So that was my focus for months, and I made it there. One of the big things I was uncertain about was just the fact that I couldn't concentrate on certain classes that I needed for the jobs I was going for at the time. Just, I don't know why. Not an ADD thing, just more of a depression, anxiety thing. When I would think about these subjects and the things I would have to do these classes, I know I'm capable of it, but somewhere in my brain, signals just didn't work right and I'd lock up and I wouldn't do anything. So I'm sure that's something a lot of people can relate to. I ended up finding out that natural resources management has a lot of jobs in it. That's something I want to do. I want to make the world better. You know, there's a lot of ecology work there that helps. Biology is my favorite science, so that's good. But it took me years to get to this point. And all the time, I've been able to do this because of people supporting me. So if you're struggling with this sort of thing or any other thing. Ja, sorry, dass jetzt gerade nicht viel los ist. Wir warten darauf, dass die Shoutouts vorbei sind beim Event selber und dass dann das Showcase von Mario RPG anfängt. As important and as meaningful as recovering from a major depressive episode or anything like that. Like Bob said, was Mario-Fan, dass auch die großen Unterstützung gebrauchen können? Wir hatten ja schon mal diese Diskussion bei Paper Mario Stream. Wir können es uns nicht leisten, auch ganz zu sagen, ja, wir sind zu groß, Germany kann es sich einfach nicht leisten, zu sagen, ja, wir sind zu groß, es geht uns direkt an, was die anderen sagen. Wir müssen halt auch auf solche Kommentare hören. Und wenn er uns halt meint, Verbesserungsvorschläge zu geben können oder sonst wie unterstützen zu können, umso besser. Even though it's taken me a long time to get to where I am, I'm here. So, get help if you need it. Germansch hat das Ziel, Speedrunning im deutschen Sprachraum bekannter zu machen. Und dazu gehört auch, dass wir dann andere Events shoutouten, wie jetzt zum Beispiel Games Done Slow. Und dass wir auf Kritik hören. Oder Verbesserungsvorschläge.
Gosh, I've been through like six different revisions of what I was gonna say. Games Stand Slow, Manic Norton. Schau mal auf twitch.tv, Games Stand Slow, die machen im demnächst, ich will kurz nachgucken, das Datum. Ich vergesse das immer wieder. Die machen vom 1. August bis zum 4. August einen eigenen Marathon. That just makes it like so much more special. Und Games and Slow heißt nicht deshalb, weil die eben nicht schnelle Runs machen, sondern durchaus Runs zeigen, die nicht ganz so flott sind, wo sie nicht ganz so geübt sind. And I didn't know if I was going to get down there. And right as I was like, okay, I got 2 weeks. Allgemein, falls ihr wissen wollt, was dann für Speedrun-Events im nächsten Monat stattfinden, Ende eines jeden Monats, beziehungsweise Anfang eines jeden Monats, kommt auf unserer Homepage, germanisch.de, der sogenannte Speedrun-Kalender, wo halt dann gelistet wird, welche Runs im jeweiligen Monat stattfinden. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, schaut bei uns im Discord vorbei, folgt uns auf Social Media. Darüber wird dann immer wieder bekannt gegeben, wenn da was Neues kommt. Und Manic Norton, das Problem ist, dieser Bestandsweise von denen ist schon leider vorbei. This year, I'm sorry, I'm going to babble on in Japanese a little bit, and I hope you understand, but what I really want to reach out to is the Japanese community. So, Nistreamu no minasama ni. Wow, die spricht Japanisch fließend. Nice. Gashukoku no Seishinbyo no Kokunai Rengo. Manic Norton, wahrscheinlich eher nicht, weil das ist ein deutschsprachiges Event und ja, wir konzentrieren uns eher auf fremdsprachige Events. Kann sein, dass wir hier draußen werden. Es kommt darauf an, ob und was wir dann für den August planen. Das werden wir jetzt diese Woche oder in den nächsten Wochen festlegen. Jetzt kennst du es, Manic Norton. Ist auch von, passt doch. Der S8-Driver, ich glaube, das ist sogar japanisch. Das hat sie eben auch gesagt, dass sie einen Teil ihrer Rede auf Japanisch halten wird. Weil sie sich halt an die japanische Community richten wird. Kyoruwa Okami German Direction Incoming? Nein. Bex, mir geht's eh nicht. Ich verstehe kein Wort, aber scheint rührend zu sein. Ines, das ist Kishura, die ist Japanerin. Oh, danke dir, Rauzi, wusste ich nicht. Sie sieht nicht asiatisch aus, das will ich jetzt sagen. Sie sieht eher westlich aus. Just a really short translation of that message. As I mentioned last year, I got
sick 3 years ago now. I cried pretty much for an entire month every day. I didn't understand why, and I still don't understand to this day. But what I do understand is that when you're not okay, you need to say you're not okay. When you need help, you need to reach out to someone, anyone, anything, or you're not going to get your help. And I, not just for the Japanese community, but for everyone in the entire world, if you think you need help, please reach out to someone. And everybody here has been, in one form or another, the support that has kept me going on. So thank you to everyone here. In particular, I would like to point out just a few people. Obviously, Puexley here in the back. And my good friend Takase, who I know also has some my nose, thank you. who has been a very, very good friend to me, and Bob, who aside from being a really awesome DM this week, thank you very much, Keishiro. Next, we'll have Casa come up and say a few words. Hey, everyone. Hi. So, you all know I was here last year, and I spoke about a lot of the depression and anguish I had building up, coming up to RPG Limit Break last year that almost kind of kept me from coming here. I had lost family. I had felt really alienated. And it really weighed upon my mental health very, very strongly. Unfortunately, last month, I lost more family. And it happened to be on the exact same day as my uncle passed away. On top of that, meinst du jetzt Bob, den Donation Reader, oder was meinst du Q? Community to myself. I cut myself from it, even though I didn't want to, because I didn't know what to do. I didn't know how to fix it. And the easiest way I thought I could do it was just to cut myself out completely. I just want everyone out there to know, you don't need to do that. If you feel like you have to completely just alienate yourself, it's completely wrong to do. Because it doesn't help. I sit thinking pretty much every day about all the things that I've given up just because I'm just like, oh, it's okay. I'll just disconnect. The only thing that really kept me going until this day was knowing that I was going to be here. Knowing that all the people I would see are people that I know understand what Hallo, Leon. On a daily basis. Ja, das stimmt, Naga. Umarmungen sind immer gut. Egal von wem sie kommen, solange sie ehrlich sind. Das würde ich doppelt und dreifach unterschreiben. Und unterstreichen. Und rot markieren. Und ein paar Ausrufezeichen hinten dran setzen. Und umkringeln. In Neonfarben. Pink. Pink. Ich hätte auch gerne geknuddelt. Veni, bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir ist it's es ein bisschen anders. It's okay to be sad. It's okay to feel things. It's also okay to be happy. It's okay to want to talk to people, figure things out. What's not okay is setting yourself up for failure because you're afraid and you don't know what to do. You can look out there and you can find the ways to fix that. They're out there for you. There's people out there, resources, everything that can help you out there. You just 2 plus 2, was meinst du, Leon, the streamer? Everybody, I said this last year, I'll say it again. You are loved. You will always be loved. Just remember that someone out there is looking out for you. Gute Antwort, John. And it's okay. You can do it, okay?
I'm sorry, I have to stop there. Thank you, Kasa. Veni, abwarten und Tee trinken. Lass uns noch ein bisschen abwarten. So bis 11 oder kurz nach 11 und dann, wenn da kein Showcase kommt, dass wir dann irgendwie langsam anfangen. Also ich will nicht riskieren, dass wir die Shoutouts unterbrechen, weil da dann das Showcase kommt. Alright, next up we'll have Katria Jordan say a few words, if you're here. Und ich mag die Shoutouts, aber diese Lebensgeschichten, ja, drücken ein bisschen die Stimmung. Das Donation Incentive wurde ja gematcht, Vini. Die müssen das zeigen. Thank you. This is Katuria here. Many of you might know me as Genuine S Corruption from YouTube. I am a blind gamer, but in spite of that, I was able to beat Ocarina of Time with the help of the speedrun community in this room right here, as well as other games. RPG Limit Break holds a special place in my heart. Hallo Kudasai. Not just because of my love for RPGs, but because I am no stranger to anxiety and depression. Severe depression. In fact, I credit RPG Limit Break and my opportunity to be here this year for the first time and the people and the circumstances that made that possible with saving my life. Because of all of you and because of you, Julian, you, the gentleman who brought me down here all the way from Canada, and and because of you, Pidge, because I wanted to try that silly cake fight for years. I'm standing again. I'm me. I'm what is I? Ich bin Next Game Civilization. So Next Game Civilization. Gott, reden. Falling down doesn't make you weak. It just makes you human. Reach out and ask for the help you need. You deserve it. Reach out to NAMI, reach out to the support services in your community, reach out to your friends and family. Aber okay, ich glaube, das wird noch ein bisschen andauern. In dem Sinne, Leute, ich würde einfach mal sagen, alle German-Mitglieder ab NTS und auf geht's zu den Shoutouts und zu unserem Finale. Let's go. Jetzt muss ich nur noch das Passwort irgendwie entfernen. Editieren. I want you guys to tell me something. Did Titus make it through the fact that he had to come to terms with his jetzt müsste jeder because he had himself? Jetzt müsste jeder joinen können. Heck no. Did Yuna make it so through I end. Wow, so viel passt auf einmal das Bitch Because she ja, zunächst ein paar Regularien. Ja, das war Apache Limit Break. Wir sind, also auch wenn die letzten Tage verdammt anstrengend war für uns, wir sind froh, dass wir es gerestreamt haben. Es war wieder ein Vergnügen. Es war halt für viele von uns eine neue Erfahrung, neue Erfahrung gemacht, neue Dinge That's how we get through wow, John. Neue Dinge kennengelernt und so. Zum nächsten Mal müssen wir ein bisschen daran arbeiten, dass das ein bisschen besser abgedeckt wird, dass halt die Belastung für einige von uns geringer wird. Aber daran werden wir dann arbeiten, wenn es dann soweit sein sollte. Danke an Apache Limit Break, dass wir sie dieses Jahr restreamen durften. Und ja, was kommt als nächstes? Bis Juni haben wir ein buntes Programm. Vom 30.05. bis 2. Juni findet auf unserem Kanal der Struggleton statt. An dieser Stelle ein dickes, fettes Dankeschön und Shoutouts an die Strugglers Without Hobbies, Zartox und Bamboo Shadow und wie sie alle heißen. Wir freuen uns darauf, dass wir dass wir ihr Event präsentieren dürfen, dass wir das zeigen dürfen.
Und ja, das wird super. Well, I was a teen, dann sind wir vom 8.6. bis 9.6. Auf der Dukmi so vertreten. Da haben wir auch schon ein erstes Schedule. Ausrufezeichen Dukmi bitte in den Chat schreiben, like, oh, dann kriegt ihr das. Nicht alle von uns sind da vor Ort, aber ihr könnt da zum Beispiel einen Veni sehen, einen Jean sehen und Tiger ist auch noch mit dabei. Also ihr könnt da einige German-Mitglieder kennenlernen. Und dann natürlich vom 23. bis 30. Juni SDQ Summer Game Stand Quick. Das Highlight des Sommers für uns. Und ich bin gespannt drauf. Ich freue mich schon darauf. Es wird super werden. Was dann sonst noch alles geschehen wird, werden wir dann in den nächsten Wochen planen. Eins steht auf jeden Fall fest. Das ZFM findet statt. Ausrufezeichen ZFM bitte in den Chat. Und zwar findet es vom 27.09. bis 1. Oktober in Köln im Decksteiner Tennisclub statt. Die Submissions-Phase wird bis nächsten Sonntag um 23.59 laufen. Das heißt also, falls ihr noch Runs submitten wollt, ihr habt noch eine gute Woche Zeit. Und ja, es würde mich freuen, wenn da noch eine Expansion kommen würde. Wir haben schon einige großartige Runs, wir haben auch schon einige großartige Runner, die wir submitted haben. Aber ja. Es ist noch ein bisschen was möglich. Und daher meine Bitte an all die Leute, die jetzt gerade zuschauen, vielleicht lurken, falls ihr noch den einen oder anderen Runner kennt, von dem ihr wisst, okay, der kommt aus dem deutschen Sprachraum, dann bitte schubst ihn an, macht ihn auf die Submissionsphase aufmerksam, macht ihn darauf aufmerksam, hey du, da läuft in Köln ein cooles Event. Hast du nicht Bock, ein bisschen was zu submitten? Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Also letztes Jahr war schon geil und ich denke, dieses Jahr wird es noch geiler werden. Ja, und dann natürlich, Naga hat da schon auch noch was gepostet, nämlich mitmachen. Wir sind immer wieder auf der Suche nach Leuten, die Bock haben, bei uns mitzuwirken, die sich mit YouTube auskennen, die sich mit dem Programmieren und Erschaffen von Homepages auskennen, die sich mit Grafiken auskennen. Also es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, sich bei uns auszutoben. Schickt einfach eine kurze Bewerbung an die Adresse, die wir da verlinkt haben, und wir werden dann zeitnah nach dem Event euch antworten, um dann auf euch zuzukommen. Ja. Und damit würde ich einfach mal sagen, kurz mentale Checkliste durchlaufen. Ja, ich würde sagen, ich habe soweit alles durch. Ach ja, Feedback auch noch. Feedback, Ausrufezeichen, Beschwerde. Und damit würde ich mal fragen, wer hat Bock, mit bei den Shoutouts mitzumachen? Ich mach schnell mit. Gut, dann muss ich das kurz nochmal in ein Dokument kopieren, in das auch Veni eingucken kann, weil ich habe das jetzt nur bei mir vor Ort. Mario-Fan, Licensaton, Licensation, oh Gott, wow, den Licensaton. Ja, Licensaton, weiß ich jetzt nicht, ob wir den restreamen werden. Die Sache ist die, dadurch, dass wir jetzt halt die ESA dieses Jahr nicht restreamen und dadurch, dass jetzt halt die letzten Monate für uns alle doch ein bisschen, ja, anstrengend waren, werden wir gucken, was genau wir jetzt im Juli und August machen. Kann sein, dass wir im Juli nichts machen und dann im August irgendwie was Kleines machen. Ich weiß, dass es auch einige Leute gibt aus der Speedrun-Community, die im August irgendwas auf unserem Kanal planen. Kann sein, dass es dann Anfang August stattfinden wird und wir dann Ende August nochmal ein bisschen was Kleines machen. Einfach damit die Neulinge, die wir dann jetzt garantiert zur SDQ kriegen, erste Erfahrung sammeln können. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Falls, Mario-Fan, ESA wird gerestreamt, allerdings nicht von uns, sondern von Speed Gaming Deutsch.
Speedgaming Deutsch wird dieses Jahr die ESA restreamen. Wir unterstützen sie so gut wir können. Und es würde euch uns freuen, wenn ihr auch bei Speedgaming Deutsch vorbeischaut. Ich glaube, die machen sogar im Mai ein eigenes Speedrun-Event oder so etwas. In 2 Wochen. Gibt es denn schon jetzt das Schedule? Interner Schedule ist drinnen für die Runner. Wird wahrscheinlich demnächst veröffentlicht, sobald alle Runner gesagt haben, dass die Zeiten passen. Ich weiß nicht, welche Runner da noch fehlen könnten. Verdammt. Scheiße, ich muss dir anschreiben. Und um mal ganz kurz die eigentliche Frage von MarioFan zu beantworten, da werden einfach Lizenztitel gezeigt. Ja. Lizenzertonnen. Dann, Vini, schau mal bitte TS. Moment. Mal kurz gucken. Dann fängst du an und ich mach dann jeweils der zweite. Next up we have Mexo, du hast gerade verpasst. RPG Limit Break ist ein Speedrunning-Event, das Spenden für Nami gesammelt hat, Ausrufezeichen Nami. Und die klatschen, weil sie das Ergebnis feiern. Weil 200.000 Dollar und das ist 200.300 Dollar ist einfach nur awesome für dieses Event. Und wir freuen uns darauf, dass wir mitgeholfen haben, dass I've said many times this week, this is very literally the happiest place on earth. Bei Speedgaming, dass wir halt dieses Ergebnis mittragen konnten. Mario-Fan, die haben ihre Maßstäbe, wir haben unsere Maßstäbe. Und wenn die meinen, dass der Run trotzdem auf YouTube kommt, dann ist das deren Meinung. Und ja, es steht uns nicht zu, das zu kommentieren. Okay, wollen wir? Ja. Ich soll anfangen, hat es gesagt, ne? Ja, damit du dich nicht selber shoutoutest. Hm, genau. Gut, ja, dann geht der erste Shoutout direkt mal an Benja. Der hat diesmal bei Xenoblade Chronicles 2, glaube ich, mitkommentiert. Ist aber generell jemand, der immer wieder als Externer bei und uns mit tätig ist. Und hat dann auch noch gestern bei Octopath Traveler spontan mitkommentiert. So. Final Fantasy 4, also danke Benja. Für alles, vor allen Dingen bei Octopath Traveler, hast du wirklich verdammt gut improvisiert. Also, holy fucking shit. Deswegen wurde das aber hier auch im Schedule nicht markiert, weil da Benyard steht bei Final Fantasy 4. Ja. Okay, egal. Egal. Dann improvisiert Arantas, aber nicht die Kategorie, Tiger. Nicht die Kategorie, die gestern gezeigt wurde. Ich weiß, ich bin schon wieder zu penibel. Dann ein Shoutout an unsere Diva, an Blooddive, der halt immer der ein paar Nebencommentaries gemacht hat. Und war schön. Thank you very much. Jo. Der nächste Shoutout, den will ich eigentlich nicht machen, aber der geht an Exo. Ach, immer wieder schön. Ich weiß gar nicht, was du alles kommentiert hast, aber. War nicht so viel. Ich wollte gerade sagen, war eine Menge. Ja, bei Shadowrun warst du ja mit dabei, genau. Ja, und Dark Souls. Dark Souls, logischerweise. Vagrant Story warst du ja nicht mehr dabei. Nein. Nee, aber auf alle Fälle die beiden. Hat Spaß gemacht, mit dir zusammen zu kommentieren. Oh Gott. Ja, ich weiß. Das hat jetzt keiner gehört. Ihr habt's alle gehört. Wir haben den Beweis. Dann das nächste Shoutout an Desa und eine ganze Reihe von Zahlen, die ich mir alle nicht merken kann. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand Yuki bei Kingdom Hearts mundtot machen konnte. Jetzt weiß ich, wie das geht. Danke, Didesa. Und ich freue mich schon darauf, auf deine Submissions. Da hast du ja schon einiges, in Anführungszeichen möchte ich betonen, angedroht. Und ich habe mich noch nie so sehr auf so etwas gefreut. So, der nächste Shoutout geht an End of Days. Oh, ja, war richtig. Nebenkommentator bei The World Ends With You und bei Octopath Traveler, wenn das noch aktuell ist. Vielen Dank. Desa ist 404. Ja, wenn man auf den Link klickt, heißt es, es tut uns leid, dieser Inhalt ist nur verfügbar. Ja, weil ich da einen Zahlendreher eingebaut habe, ich Dödel.
Ich fix das mal eben kurz. So, jetzt müsste es eigentlich stimmen. Jo, das passt. Sehr schön. Dann ein Shoutout an Flickmode, der immer wieder ein paar Nebencommentaries gemacht hat und auch jetzt hier bei Mario RPG mitgeholfen hat. Danke dir. Gerne. So, der nächste Shoutout geht an Jean. Der hat mal wieder, muss man dazu sagen, einiges an Commentaries gemacht, aber vor allem auch in der Regie mitgeholfen. Und vielen Dank dafür. Das nächste Shoutout an Julian Rico, der auch Regie gemacht hat und einiges kommentiert hat. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt bist du viel zu schnell gewesen. Ah, ich komme nicht hinterher. So, ja, nächster Shoutout an unseren externen Kommentator Moonstriker. Der hatte jetzt nur Pokémon Let's Go kommentiert, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Ja. Okay. Ja, vielen Dank dafür, Moni. Gut. Veni, wenn du dann die nächsten beiden machen könntest, dann mache ich dann die beiden danach. Einfach um zu vermeiden, dass ich mich selber shoutoute. Ach so, ja, klar. Dann ein Shoutout an Tiger, der spontan ein Nebencommentary gemacht hat und der unseren VR-Bot programmiert hat, der dafür gesorgt hat, dass wir auf einen Klick Titel wechseln könnten, Kategorie wechseln könnten und auch sehr schön das VR-Kommando posten können. Vielen herzlichen Dank dafür. Hilfe. Nächster Shoutout geht an Naga Kuga. Ja, vielen Dank für deine Commentaries. Immer wieder schön, dass du als Externer so viel mithilfst bei uns. Das macht uns die Arbeit deutlich einfacher. Und dann direkt im Anschluss. einmal kurz tippen. Und zwar, den German Papa. Der irgendwie in letzter Zeit ziemlich viel kommentiert, ist mir mal aufgefallen. Yeah, okay. Sometimes it's naja, wo Lücken sind, die müssen geschlossen werden. Ja, klar. Target. You know, someone to go, you know, say hi to, share some of the love that we all have just shared with one another. And that was not oh, wow. Jesus quote! Jesus quote! that we raised. Wollt ihr uns etwas beichten, Winnie Tiger? Also ich muss mal sagen, gerade während RPG mit Break, während ich da war, kamen schon ein paar ziemlich böse Quotes. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich selber auch einen verbrochen, aber da hat die Situation so gut gepasst. Welcher war das? Der Spoiler Rage? Achso, ach ja, klar. Den habe ich verdrängt. So. Und ich weiß nicht, ob du den neuesten mitbekommen hast, Veni. Glaub nicht. Was kommt jetzt? Ah, fuck. Ich hab die 9 erwischt, ich die 0. Muss man gleich warten. Oh, wow. Der ist aber auch nicht schlecht. Ja. Nun ist mal das neueste, der neueste Quote. Ah. Lebt er nicht? Also heute Morgen ist er freiwillig ins Bett gegangen. Ja, da ist ein Taco drin. Ach so, ah. Aber irgendwo hatte ich das tatsächlich schon gelesen. Ja. Ja, kam ein paar Mal schon. Ja, Mann. Ich hasse euch alle so. Okay. Weiter geht's. Shoutout an Nickme, der ein paar Nebencommentaries gemacht hat und wieder ein Music Present geschnitten hat, was wir dann gleich präsentieren. So, nächster Shoutout geht an Paddy, der zwar nur in Anführungsstrichen einmal Regie gemacht hat für einen Run, ist natürlich trotzdem eine gute Hilfe, aber der im Hintergrund sowieso eine ganze Menge macht, das kriegt mal kaum einer mit. Jetzt nicht unbedingt fürs Event, aber hilft mir zum Beispiel sehr bei der Dokumentplanung. Genau. Ja, und er hat mir bei Paper Mario echt den Arsch gerettet, weil ich war hundemüde. Ich hätte das in dem Commentary nicht durchstehen können, wenn er nicht dabei gewesen wäre und wirklich on-block sehr gute
Fragen gestellt hat. Hut ab dafür. Danke dir. Und wie viel kaputt hat steckt in Enigmi dieses Mal? Keine Ahnung. Der ist gar nicht kaputt gegangen, dieses Event, leider. Ja. Er war mal kurz davor. Dann ein Shoutout an Psychonauter, der Final Fantasy X kommentiert hat. Auch da bin ich echt dankbar dafür, weil uns da auch die so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen, den Arsch gerettet hat, aber wir hatten da doch ein paar Probleme, da jemanden zu finden, der uns da halt unterstützen kann. Und dann hat er sich gemeldet, gesagt, ja, kein Problem, macht's. Er hat ungelogen 10 Stunden durchkommentiert und dann wirklich, wow, mindblown. Also Feucht-Psychonauter, es lohnt sich. So, der nächste im Bund ist wieder ein Externer, nämlich Sir Ruven. Den Sir hat er sich definitiv verdient für sein Commentary bei Paper Mario und vielen Dank dafür. Und er ist Teil von Games Done Slow, der Community, die dahinter steckt. Ach, stimmt. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Das nächste Shoutout geht an eine Person, die immer wieder exzellentes Commentary abliefert, nämlich Sir Silo. Warte, der hat Commentary gehabt? Ja, bei Ease. Ich habe nur einen Anfang mitbekommen, aber das war schon wieder sehr, sehr lustig. Gut, nächster Shoutout geht auch wieder an jemanden, der nur hinter den Kulissen tätig ist, aber der euch mit den ganzen Weltrekorden versorgt. Und zwar Smaragd SL, unser Recherchemann. Achso, ja, vielen Dank. Vielen Dank für deine Arbeit. Das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Ja. Dann ein Shoutout von mir an Traumfalke, die wieder spontan gesagt hat, ja, ich kommentiere das. Das war, als bei Crystallis der Hauptkommentator ausgefallen ist, ich niemanden hatte und ich dann Gott sei Dank auf die glorreiche Idee gekommen bin, ja, ich frage doch mal besser bei unseren Runnern und bei der Community nach. Und sie dann sofort, ja, ich mach, ich hab ihr die Notes gegeben. Der Run lief, glaube ich, 1,5 Stunden. Sie hatte 1,5 Stunde, um das vorzubereiten. Und soweit ich das mitgekriegt habe, lief das super. War wunderbar. Ja. Ich glaub, Traumfalke bereitet sich vor einem Event immer auf jeden einzelnen Run vor. Da tut sie immer nur so, als wenn sie das spontan macht. Ja. So gut vorbereitet kann keiner nach 1/2 Stunde ja sein. So, der nächste im Bunde ist fast noch unser Küken hier intern. Und zwar der gute Troll-Troll-Kirby. Der, mit Ausrufezeichen. Oh, ich habe das Ausrufezeichen vergessen. Entschuldigung, Moment. Was kannst du eigentlich? Ja, es tut mir leid. Gar nichts. So, nächster Versuch. Wunderbar. Der Regie geführt hat, das erste Mal bei einem Event. Und er hat bei Newtopia und bei Super Highlight mitkommentiert. Ich glaube auch das erste Mal, ne? Ja, oder bei der Speedcon war er, glaube ich. Ich glaube, bei der Speedcon war er auch mit mir. Ja. Ah, okay, gut. Die nächsten beiden Shoutouts mache ich, damit Veni sich nicht selber shoutouten muss. Hm? Ein Shoutout an Ukito, Fennec, derjenige, der uns den Server stellt und der auch immer, wann immer Serverprobleme gab, sofort zur Stelle war und. Danke dir, Fennec. Also, das ist nicht zu unterschätzen, was du da wirklich leistest. Und das jetzt schon seit Jahren. Also, vielen herzlichen Dank dafür. Dann ein Shoutout an eine Person, die sehr viel gemacht hat. Weniger, als sie ursprünglich geplant hat, weil dann Zahnschmerzen dazwischen kamen. Aber trotzdem, Shoutout an Veni. Der Server stand nicht in Flammen, als er Regie geführt hat. Das muss man erwähnen. Ich hab die nur schnell ausgetauscht, das hat keiner mitbekommen. Deswegen ist es so lahm. Ja, ja, genau. Vini, mal eine andere Frage. Weißt du denn, wie man jetzt hier den Mainstream-Leuter macht auf dem Server? Nee, weiß ich immer noch nicht. Das okay. Weiß ich immer noch nicht. Muss ich mir mal später für die nächste Regie-Schicht dann angucken. Ja. Achso, ja. Gut, ich wollte mir das von Weser durchlesen, aber ich mache erstmal einen Shoutout. Und zwar, der nächste Shoutout geht an, ja, eins unserer ganz großen Arbeitstiere, und zwar Yuki, die nach 3 Runs schon 2 spontane Nebenkommentare hatte. Und das hat sich im Grunde über das ganze Event so hingezogen.
Also Yuki war neben Veni eines der Arbeitstiere bei diesem Event. Also wirklich, Hut ab. Auf jeden Fall. Doch Veni soll selbst Shoutouten, dann kann er sich mal öffentlich selbst loben, muss das nicht nur heimlich im Hintergrund machen, Kepa. Danke, Weser. Ich hasse dich. Ein Shoutout an Bloodmoon, der sich um YouTube kümmert. Die VODs, die ich mal schön fleißig schneide, dann auch freischalte, taggt mit Logos für sich und so. Also danke dir, Bloodmoon, für diese Arbeit. Oh Gott, der nächste Shoutout, den mache ich persönlich sogar sehr gerne. Und zwar geht der an Zartox. Ich habe es endlich mal geschafft, mit ihm zusammen zu kommentieren. Und zwar bei Illusion of Gaia. Vielen Dank dafür, Zartox. Das war auch echt ein geiles Commentary. Ja, das hat er echt geil gemacht. Dann ein Shoutout an Zorgo für Regie und spontane Commentaries und war immer da, wenn irgendwo Not am Manne war. Also danke dir. Und ein Shoutout, auf das freue ich mich besonders. Ein Shoutout an der geilste Chat der Welt. Und ja, das ist wirklich, es gibt wirklich diesen Kanal. Ich weiß nicht, wer das angelegt hat, aber es ist genial. Es ist genial. Das ist wenigstens heimlicher zweite Kanal. Nee, nee, es ist nicht. Ich bin selber gerade überrascht davon. Genau, das wollte ich auch machen. Aber der Kanal hostet uns, also wird es definitiv einer unserer Zuschauer sein. Thank you, a tribute to the German Restream Tino Rummel. Ich habe keine Ahnung, wer dahinter steckt, but danke, domo arigato, thank you, muy bien. Hat es tatsächlich mal einer gemacht, diesen Kanal anzulegen. Wow. Vielleicht mal ein Timeouten. Das war John, Timeouten, kein Problem. Dann bist du aber auch getimeoutet. Das war RPG Limit Break. Wir sind durch. Mit einer Sache noch. Wer sind wir? Uff. Oh, wir sind schon Germans, glaube ich. Wir sind uff. Ich konnte mich nicht mal schnell genug unmuten. Meine Fresse. Ja, und was sind wir? Ja, Rummel. Irgendwas Rummel, Brillenträger, uff. Wählt euch was aus und wir sind ein wenig bekloppt, das stimmt. Und in dem Sinne, Leute, danke fürs Zugucken. Wir zeigen jetzt unser Music Present und danach hosten wir jemanden oder raiden, wie auch immer. Bis dann, haltet die Ohren steif und viel Spaß mit unserem Music Present. Ciao. Ich sollte das vielleicht noch aktivieren. Vielleicht. Seltsam. We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.